Hallo, mein Name ist Lars Kischkel und ich bin hier heute im Mastering-Studio im Hauptquartier von iZotope in Boston. Und ich zeige euch heute Ozone 7 Elements. Ich habe eine Ableton-Session dabei mit einem vocal-lastigen Pop-Track und da hören wir mal kurz rein. Auf dem Master-Channel von Ableton habe ich Ozone 7 Elements als Plugin geöffnet. Und ihr seht, die Oberfläche ist sehr, sehr übersichtlich. Wir haben hier verschiedene Presets, die in Ordnern organisiert sind. Und für so eine Nummer, die wir jetzt gerade hören, wäre zum Beispiel im genre-spezifischen Mastering-Folder das Preset Vocal Pop interessant. Ich lade das mal und aktiviere das Plugin. Wir haben hier unten einen Makro-Controller, mit dem ich jetzt zum Beispiel den EQ-Amount noch ein bisschen runterregeln kann, wenn ich sage, das ist mir vielleicht ein bisschen zu scharf in den Höhen. Oder es könnte sogar mehr vertragen, habe ich hier noch Eingriffsmöglichkeiten. Okay, schauen wir uns noch mal ein anderes Preset an, denn ihr habt vielleicht auch gesehen, dass es hier unten noch diesen Dynamic-Amount gibt. Ich gehe mal in die Greg Kalby Mastering Presets und lade hier das Preset General Clarity. Und ihr seht schon, hier ist auch der Dynamic-Amount-Regler aktiviert, mit dem ich jetzt das Wet-Dry-Verhältnis, also sozusagen den Anteil prozessiertes, nicht prozessiertes Signal in Bezug auf die dynamische Bearbeitung regeln kann. Starte den Track nochmal und fahre den Dynamic ein bisschen rein, dann hört ihr, wie er so richtig schön den Track zusammenklebt. Wunderbar. Wenn ihr das Plugin jetzt mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf der iZotope-Website eine kostenlose Version runterladen, mit der ihr 10 Tage lang alles nachvollziehen könnt, was wir hier gerade so ein bisschen uns angeschaut haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und vor allen Dingen viel Erfolg mit euren Tracks.